Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir hatten in einem der letzten Videos das Thema behandelt, wie kann man denn auch mit körperlicher Einschränkung hier das Fahrzeug noch in gewisser Weise pflegen. Man muss immer schauen, kann man das machen? Geht es gesundheitlich? Ja oder nein? Und im letzten Video habe ich euch da so eine Waschstangenverlängerung gezeigt, mit der ihr zum Beispiel auch schön hier aufs Dach raufkommt und auch unten die Schweller sehr gut reinigen könnt, ohne euch groß zu verrenken und nach unten zu bücken. Also da versuche ich immer jede Menge Werkzeuge für euch zu finden. Und hier habe ich mal ein weiteres Reinigungsset, was ich denke mal nicht unbedingt dafür gedacht ist, hier körperlich Eingeschränkten das Leben hier oder das Fahrzeugpflegeleben zu erleichtern. Aber ich denke, damit kann man das auf jeden Fall machen. Und das hilft nicht nur denen, die da Probleme haben, sondern das hilft auch Personen, die relativ klein sind, hier im Innenraum diverse Flächen zu reinigen. Und um welche Flächen es sich dreht, ich denke mal, ihr habt es schon hier erkannt. Es geht nochmal um die Scheibeninnenseiten, vor allen Dingen Frontscheibe und hier bei solchen Limousinen Heckscheibe. Kommt man ganz schwer ran. Und ich habe euch ja vor kurzem das Windschutzscheibenwunder gezeigt. Und das ist nochmal hier so ein Tool. Das schauen wir uns heute mal etwas genauer an. Das ist hier das gesamte Set. Und da geht es heute hier um das Teil. Schauen wir uns mal genauer an und was alles in diesem Set dabei ist und wie euch das vielleicht auch bei eurer Fahrzeugpflege weiterhelfen kann. Das schauen wir uns nach dem Intro an. Viel Spaß! Und hier seht ihr nochmal das gesamte Set und das ist eigentlich der Hauptakteur hier, diese Verlängerung mit integrierten Mikrofaser-Pad oder Aufsatz vorn drauf. Und mit der könnt ihr einfach bequem die Scheiben reinigen. Wie gut oder schlecht das funktioniert, schauen wir uns gleich im Anschluss an. Wir gehen erstmal schnell durch das ganze Zubehör durch. Das Set, wie es hier vor euch liegt, kostet ca. 12 Euro. Und ihr habt einmal hier diese Verlängerung dabei mit einem Aufsatz, Mikrofaseraufsatz, als Dreieck. Und das wollte ich heute mal gemeinsam mit euch ausprobieren. Das Windschutzscheibenwunder hat ja so ein Rechteck vorn und das hat ein Dreieck. Lässt sich auch hier bequem umklappen und passt sich damit hier an die Scheibenform an, an die Neigung. Schauen wir uns im Anschluss an. Was ist noch in diesem Set enthalten? Ihr bekommt hier so eine transparente Verpackung dazu. Dann habt ihr einmal hier diese Pumpflasche mit diesem Sprühkopf oben drin. Sperre ist mit dabei und wir kennen ja hier den Sprühkopf, erzeugt einen sehr, sehr feinen Spray. Ist aber kein Glasreiniger mit dabei, den müsst ihr selber einfüllen, da könnt ihr hier euren Favoriten nutzen. Und das ist zum Beispiel so eine Flasche, die ihr immer mit im Kofferraum mit dabei haben könnt, wenn ihr zum Beispiel eine längere Reise macht. Also finde ich schon mal super, dass hier sowas mit dabei ist. So eine Flasche kostet im normalen Verkauf für den Privatanwender auch so 1 bis 2 Euro, wenn ihr Glück habt. Und da finde ich das schön, dass es hier mit im Set dabei ist. Also die Flasche ist mit dabei. Und dann schauen wir mal weiter. Ihr habt hier noch so ein Stoffbeutel, wo ihr das alles drin verstauen könnt, wenn ihr das wollt. Könnt ihr aber auch für was komplett anderes benutzen. Und dann haben wir noch jeweils 2 weitere Aufsätze mit dabei. Also insgesamt habt ihr 3 Stück. Das finde ich schon mal super. Die kommen dann hier vorn drüber. Das sind genau nochmal diese 2 dreieckigen Sachen. Und relativ einfaches Mikrofasertuch. Und das ist halt ideal für die Scheibe. Das würde ich nicht auf dem Lack nutzen, dafür ist es zu dünn. Aber das könnt ihr super für die Scheibe einsetzen, weil die ist ja extrem robust und da können wir so ein flaches Tuch sehr, sehr gut einsetzen. Und wir reinigen die Scheibe auch mit dem Tuch, weil das ist ja im Set dabei und deswegen probieren wir das auch mit aus. Also das ist der gesamte Lieferumfang, Tuch, 2 Ersatzaufsätze, Flasche, der Stoffbeutel und natürlich hier der Hauptakteur und da ist auch nochmal so ein Dreieck mit drauf. Und dann legen wir mal los. Ihr seht hier, ich habe mir in die kleine Flasche ein bisschen Tugalin eingefüllt und wir nutzen alles, was hier im Set mit dabei ist. Und ihr seht schon mal, normalerweise, wenn man hier so ein Tuch in der Hand hat, muss man sich jetzt hier so nach vorn beugen und wenn man einen kurzen Arm hat, wird es richtig schwierig. Dann muss man hier genau bis vor, unter diese Kante, vielleicht noch hier halb ins Fahrzeug reinklettern. Und das ist halt so eine Sache, das vereinfachen wir jetzt einfach mal hier, je nachdem, wie gut oder schlecht ihr damit zurechtkommt. Testen wir erstmal die Flasche hier. Ich denke mal, ihr könnt das noch gut sehen hier hinten. Feiner Spray, ganz, ganz feiner Spray, finde ich super. Geben wir uns hier ein paar Sprüher drauf. Und dann testen wir es einfach mal. Setzen wir hier oben an und dann können wir bis vor reinigen, ohne dass ich mich irgendwie hier nach vorn beugen muss. Ich kann mich fast hinten an den Sitz anlehnen und dann können wir hier schön komplett die Scheibe reinigen. Und wenn ihr hier drüben nicht mehr hinkommt, weil ihr einen kurzen Arm habt, dann einfach auf den Beifahrersitz setzen. Bei mir geht das jetzt hier noch mit der Armlänge. Und das Schöne, ihr kommt wirklich an jede Ecke ran, könnt auch hier unten langfahren mit dem Teil. Und kommt komplett in jede Ecke. Und das ist wirklich so ein Vorteil. Testen wir auch mal hier oben, hinterm Spiegel. Ja, da muss man ein bisschen Technik einsetzen. Aber ansonsten kommt auch hier schön dahinter. Also das funktioniert super. Und jetzt könnt ihr hier diese Bahn einfach abfahren. Und nachdem ihr alles gereinigt habt, die Restschlieren, die drauf sind, entweder ihr lasst sie ablüften, wenn ihr einen richtig guten Glasreiniger habt. Jetzt nochmal über alles drüber.
Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut und hier empfehle ich euch wirklich auf den Beifahrersitz auszuweichen. Und die Restschlieren würde ich dann einfach hier mit dem zweiten Aufsatz entfernen. Dazu nehmen wir einfach den zweiten, der mit dem Zubehör dabei ist. Und wir hätten zur Not immer noch einen dritten. So, lässt sich ohne Probleme drauf machen. Und jetzt nehmen wir noch die restlichen Schlieren runter mit dem komplett trockenen Aufsatz. Also man muss immer schauen, braucht man sowas nicht. Ich finde es einfach eine schöne Sache, vor allem für die, die da vielleicht Rückenschmerzen haben, einen kurzen Arm haben, ganz schlecht hier vorne, vielleicht bei einer großen Frontschutzscheibe ganz schlecht rankommen. Und ihr seht, man kommt hier wirklich bis in die letzte Ecke rein. Und auch hier oben an der Kante lang. Also man kann das sehr, sehr gut machen und kommt auch bis hinter den Spiegel. Also vorn funktioniert super und wir gehen auch nochmal hinten an die Heckscheibe. So, und hier hinten wird es jetzt eine Stufe schwieriger. Also hier müsst ihr euch auf jeden Fall so reinsetzen. Etwas ins Auto reinklettern, anders geht es einfach nicht. Weil ihr müsst ja hier komplett an die Scheibe rankommen. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, ich habe jetzt hier das Tuch in der Hand, dann muss ich mich jetzt hier so nach hinten beugen, hier unter die letzte Ecke hier oben. Und das ist halt für viele einfach körperlich gar nicht mehr so machbar. Geht halt extrem auf den Rücken und auf die Arme. Und dann müsst ihr einfach schauen, wie gut ihr da rankommt. Und deswegen ist halt dieses Tool auch nicht unbedingt schlecht für so eine Reinigung. Geben wir uns hier ein paar Sprüher drauf. Ihr könnt euch auch das direkt auf die Scheibe sprühen, müsst ihr selber entscheiden. Und jetzt kommen wir hier theoretisch ohne Probleme ran. Müssen uns nicht nach vorn beugen. Und kommen bis in die letzte Ecke, hier hinter auch, genau an der Kante lang, hier oben lang und können die Scheibe hier komplett reinigen. Und das funktioniert wirklich gut. Und wie gesagt, wenn er hier schlecht rankommt, dann einfach auf die andere Seite setzen. Und somit habt ihr einfach eine einfache Möglichkeit, hier auch bis in die letzte Ecke zu kommen. Weil hier vorne, das ist immer das größte Problem. Und ihr seht, ich komme genau bis an die Kante ran. Das wäre mit dem Tuch fast gar nicht möglich. Da muss ich das dann schon hier mit den Fingern lang fummeln. Und deswegen ist es halt, denke ich, für viele eine schöne Sache. Und ich finde es fast noch einen Tick besser als dieses Rechteck beim Windschutzscheibenwunder. Ich finde das hier fast noch besser. Ihr kommt genau hier unten in diese Ecke rein. Ihr müsst jetzt bloß noch sehen. Geht mal in die Ecke. Seht ihr das? Genau bis an die Ecke ran. Und könnt es wunderbar machen. Und dann nehmen wir uns nochmal einen trockenen Aufsatz. Und der Rest der Schlieren lüftet dann ab. Je nachdem, wie gut oder schlecht euer Glasreiniger ist. Also es ist wirklich so, Scheibenreinigen war noch nie einfacher. Also wenn ihr hier normal mit dem Tuch arbeitet, wird es halt mega anstrengend. Und ich denke mal, das kennen viele von euch, die auch hier so ein Limousinenfahrzeug haben. So, sieht gut aus. Jetzt testen wir noch das Tuch aus. So, und das haben wir hier. Ist wirklich ein sehr, sehr einfaches Mikrofasertuch. Aber ich denke mal, es wird auch trotzdem auf der Scheibe funktionieren. So, und das könnt ihr halt vor allen Dingen nutzen, wenn ihr unterwegs seid, um einfach mal schnell eine Reinigung durchzuführen. Ja, und auf Glas überhaupt keine Probleme. Schöne Sache. Können wir auch nochmal die Rückseite nehmen, wenn wir hier noch kleine Reststreifen haben. Und dann haben wir wenigstens schon mal die Außenseite gereinigt. Innenseite machen wir auch gleich noch. Und hier für die schnelle Fahrzeug- oder Scheibenreinigung zwischendurch überhaupt kein Problem. Der Rest der Schlieren lüftet ab. Perfekt. Also das Tuch eignet sich doch schon hier für die Scheibenreinigung. Überhaupt kein Problem. Und innen macht man das jetzt noch genauso. Ein paar Sprüher ran an die Scheibe. Und dann bekommen wir das hier komplett streifenfrei. Also ich muss sagen, das funktioniert wirklich gut. Auch wenn es erstmal auf den ersten Blick echt billig und qualitativ minderwertig rüberkommt. Das Tuch ist aber für die Scheibe völlig ausreichend. Ja, funktioniert. Und dann mit einer frischen Tuchseite noch den Rest entfernen. Klappt. Also gibt es nichts Negatives zu sagen. Und die Sprühflasche hier hat auch einen schönen Spray. Und ist doch schön, wenn sowas mit dabei ist, oder? Und das war mein Test hier zu diesem Scheibenreinigungsset. Ich bin ja ein großer Fan vom Windschutzscheibenwunder, auch wenn es total billig rüberkommt. Aber es funktioniert einfach und ihr kommt super damit ran und durch diesen verlängerten Arm kommt ihr einfach super vorn an die Scheibe ran. Vor allem hier vorn, wo es eng wird und auch hinten an der Heckscheibe. Bei solchen Limousinen ganz, ganz nervig. Ich denke mal, das kennen viele von euch. Für mich ist das hier eine verbesserte Version vom normalen Windschutzscheibenwunder. Das hat ja so eine rechteckige Oberfläche, das ist hier so eine dreieckige. Und damit kommt ihr einfach schön in jede Ecke ran, je nachdem, wie ihr das haltet.
Und klar, es wirkt relativ billig, aber dieser Kunststoffarm ist auch super robust, der bricht auch nicht durch, hat hier nochmal diese Stützstreben. Also wer das kaputt macht, hat es wirklich übertrieben. Deswegen günstig gemacht und auch vom Preis her, wenn wir mal schauen, ungefähr 12 Euro für das gesamte Set. Ihr habt noch die kleine Flasche dazu, ihr habt ein Tuch, ihr habt noch zwei weitere Aufsätze. Ein Aufsatz ist schon dabei, das Teil, dann noch den Stoffbeutel. Ich finde, für 12 Euro ist das eigentlich völlig okay. Manchmal gibt es auch Angebote, da rutscht das unter 10 Euro. Da müsst ihr auf jeden Fall zuschlagen. Und wenn ihr noch Fragen habt dazu, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein. Ich bin zufrieden. Das Tuch macht auch seinen Job hier auf Glas. Überhaupt kein Problem. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Einen Daumen nach oben nicht vergessen. Haut rein. Ciao.